Tut mir leid, der ist sichtlich zugleich. Geht der hier? Setzen Sie sich einmal nieder. Ja. Ich wollte immer schon wissen, was Grace Jones gefühlt hat. Ja. Ich muss sagen, für mich hat es einen großen Vorteil. Ich brauche nie mehr Leitungswasser. Do you feel hot, Harold? Yes, und zwar 80 Kilo auf jeder Seite. Das ist aber unglaublich. Das sind 170 Kilo Lebengewicht? Nein, 150 bitte, ich habe abgenommen. Richtig. Über das Fest haben ja viele von uns zugenommen. Ja? Ich habe mir vorgenommen, 20 Kilo zuzunehmen. Ist mir leider nicht gelungen. Wie, ganz bewusst? Ja, sicher. Wie schaffen Sie es, Ihr Gewicht zu halten? Indem ich maßlos bin, wissen Sie. Wirklich? Ja. Ja. Maßlosigkeit ist das Leben schlecht. Haben Sie es aufgegeben, sozusagen abzunehmen oder sich auf... Es ist ja auch nicht gerade gesund, ne, jetzt so eine stattliche Nein, ich habe es nicht aufgegeben, weil ich habe gesundheitliche Probleme und da muss ich abnehmen. Ne? Ja, Kreislauf und so weiter, alles... Ja, es ist, nein, weil das Kreuz und so. Ne? Aber ich wollte Ihnen ein Geschenk aus Wien mitbringen. Mein Vater, ein 80-jähriger Mann, übrigens steht er jeden Abend um 23 Uhr auf, um Ihre Show in Wien zu sehen. Wirklich? Ist das wirklich wahr? Das ist nett, vielen Dank. Ja? Ja. Und er freut sich immer zu mir, der sagt, da gibt es immer was zu onanieren. Ja, das ist schön. Ja. Das ist schön. Ja. Und dieser... Nein, aber ich muss sagen, ich bin dankbar, dass Sie das mal ansprechen, weil das ist ja der Grund, warum wir die Sendung machen. Na genau. Und, genau. Ja, absolut. Ja. Ja. Und dieser liebe Vater hat mir 40 Krammelknödel gekocht. Krammel muss man hier erklären. Na, ist Grieben. Ne? Grieben, aus Grieben. Schmalz. Aus Schmalz. Ja, also, ich weiß es, meine Mutter ist aus Brinn. Na, sehen Sie. Ein Krammelknödel, ca. 5000 Kalorien. Ja. Und diese Krammelknödel, umgeben mit diesem wunderbaren Kartoffelteig, wollte ich Ihnen zum Geschenk mitbringen. Ja. Aber ich bin leider mit dem Zug gefahren. Und bis zur Grenze waren es nur mehr 30. Haben Sie angefangen zu essen? Ja. Ja. Und dann bis Frankfurt waren es nur mehr 15. Bis Düsseldorf waren es 3. Und jetzt bin ich abgeholt worden. Es tut mir leid. Sie müssen noch ein Jahr warten. Toll. Aber man sieht, Sie haben geschmeckt. Das ist ja ein Resonanzkörper, den Sie zu bieten haben. Singen Sie noch viel? Nein, ich kann ja eigentlich nicht wirklich singen, aber ich singe aus Leidenschaft und höre gerne singen. Bei welchen Gelegenheiten singen Sie? In der Badewanne oder auch auf der Bühne manchmal, wenn es sein muss. Ja, jetzt auch irgendwie aktuell? Aktuell im Moment nicht, nein. Aber wenn ich es so anschaue, fällt mir schon ein aktuelles Lied ein. Wirklich? I'm a Sex Machine oder was? No, nein. Nein, aber Sie können der Modebranche entstiegen sein, irgendwie. Ja, naja, relativ. Das ist, ja, das ist... Eigentlich sind Sie ein Model. Ein Model? Ja. Spielen Sie auf dieses Lied an? Ja. Haben Sie das drauf? Ich bin Model? Kennt er das überhaupt? Kennt ihr das Spiel? Kraftwerk. Von wem ist das? Von Kraftwerk. Von Kraftwerk, ja. Sollen wir mal eine Platte machen mit Kraftwerk? Ja. Fangt doch mal an. Hier ist das Mikrofon. Okay. Ist ein Model und er sieht gut aus. Ich nehme ihn heute mit zu mir nach Haus. Sein Blick ist kühl, an ihn kommt niemand ran. Doch vor der Kamera, da zeigt er, was er kann. Come on. Ladies and gentlemen, Harold Schmidt Show! Let's do it, baby! Pose, pose, pose! Wunderbar, das ist ja richtig schöne Stimme. Da ist ja der Sängerknabe nicht zu verleugnen. Schade, dass nicht zur Platte geworden ist, aber die Herren hatten andere Interessen. Ja. Erkältet?
Ja, die Grippe, man hat sich... Ja, Vorsicht, ne? Es gibt keine, es gibt keine. Ja, Moment. Morgen fragt man ihn, erkältet. Ja, ich muss ehrlich sagen, besser das als wenn... Das war die Harald-Schmidt-Show. 14 Tage Ausfall. Wenn Sie einen Moderator suchen, ich melde mich. Besser, als wenn er sich draufsetzt. Jetzt! was gibt's? Ich dachte, jetzt fällt dir dann nichts mehr ein. Doch, und das formuliere ich gerade. Was gibt's für Pläne? Ach, viele Pläne. Filme? Theaterstücke? Ich habe 3 Filmprojekte vor. Mörderspiel, ein Thriller. Mutter Ei, das ist ein langfristiges Projekt, geht über 3 Jahre. Und ein Projekt, das heißt Sexuell. Die Geschichte eines 16-jährigen Jungen. Und da wollte ich halt gerne, dass, man kommt ja an Sie nicht dran, Harald Schmidt. Ja. Dass Sie trotz Ihres Flops, den Sie schon einmal geliefert haben im deutschen Kino, dass wir noch einen zweiten Versuch wagen. Dass ich in diesem Film mitspiele, in dem es um 16-jährige Jungen gibt. Geht, aber es gibt viele Nebenrollen, ja, mittlere Rollen. Und Sie können sich eine aussuchen. Ich hätte da einen Fetischisten. Ja, was ist der Fetisch? Der Fetisch ist eine dreckige Unterhose. Muss ich sagen, ist mir zu alltäglich. Aber ich hab da noch eine Rolle für Sie gedacht. Vielleicht, ja, sollte man da eine Textprobe machen. Stört es, dass ich nicht schwul bin für den Film? Oder? Nein. Nein. Ja. Bitte schön, das ist ein seriöser Film, ein Familienfilm. Ja? Ja. Für jung und alt wollen wir das voraussetzen. Ja. Ich hätte hier die Rolle des Schwanzes. Das geht um einen Kollegen, der ist arbeitslos und der muss ja Schwanz verdingen, weil er für Kondome Werbung macht. Können Sie da meine Textprobe machen? Sehr gut. Wenn Sie bitte den Schwanz lesen. Auch noch der Schwanz bricht irgendwann zusammen und kommt zur Psychologin. Ja, ich komme also sozusagen als zusammengebrochener Schwanz jetzt zur Psychologin. Genau. Das ist die Situation. Das Wo geht's los? Situation. Hier oben, ja, geht's hier los. Aus irgendeinem Grund krapschen die andauernd nach mir. Und ich, dabei bin ich ein Nichts. Moment, da vorne ist die erste Seite, ja? Ach so. Wusste nicht, dass so wichtig Klaus ist. Klaus ist als Penis angezogen. Der sprechende Schwanz liegt auf der Couch des Psychiaters. Wenn ich nicht jede Woche zu Ihnen käme, würde ich wahnsinnig werden. Ich fühle mich von allem abgeschnitten. Ich bekomme überhaupt keinen Bezug zu Leuten. Ich bin so isoliert, Frau Doktor. Wenn ich in einem Zimmer bin, das voll mit Menschen ist, fühle ich mich klein und unbedeutend. Ich schwitze dann so stark, dass ich vollkommen nass bin, wenn ich endlich gehe. Aber jemand bewundert Sie. Die Leute erzählen nur tolle Sachen über Sie. Sie schauen zu Ihnen auf, Männer als auch Frauen. Neulich hat sich der dicke Kern auf mich draufgesetzt. Ah, nee. Jetzt geht's weiter. Ich bin beschnitten, meine Haut ist farblos. Ich habe ein Loch in meinem Kopf. Die Hälfte der Zeit treten die Adern an meinem Hals hervor. Ich werde immer in Situationen hereingestoßen, von denen ich nicht weiß, wie ich sie handhaben soll. Und andauernd spritze ich aus dem Mund. Ich bin hart gegen die Menschen. Ich werde zu Stein, sobald mich jemand auch nur anfasst. Sie sind engagiert. Ja, schön. Ladies and gentlemen, der Schwan! Das ist toll. Ich habe nur ein Problem, Harald, den Film müssen Sie selber finanzieren. Es ist low budget. Es ist low budget, ich brauche 400.000 Mark. Wie kriege ich 400.000 Mark? Und da habe ich mir ein Finanzierungsmodell ausgedacht. Das heißt, Sie sagen, Schmidt spielt den Schwanz und hoffen, dass ein Sender mit einsteigt. Genau. Campino hat mir seine Nummer Sexuell schon zur Verfügung gestellt. Und das Sensationelle, meine Damen und Herren, ist, Sie abonnieren täglich irgendwelche Zeitungen. Warum abonnieren Sie nicht eine Kinokarte? Wo ist die Kamera 2? Bitte auf mich groß. Wenn Sie, meine Damen und Herren, jeder von Ihnen 10 Mark auf das Konto überweisen, Nummer 644 108 201 bei der Stadtsparkasse Düsseldorf unter dem Namen Petrosa, wo ist die Kamera? 1, 2. Dann erhalten Sie, finanzieren Sie Ihre Kinokarte im Voraus und so kann der Film entstehen. Sexuell mit Harald Schmidt. Als Schwanz. Eine wunderbare Sache. Ich danke schön. Alles Gute. Ja, wunderbar. Tschüss. Peter Kern, Vorsicht.